machen, weil wir damit natürlich die Speicherkapazität und die Rechenleistung enorm, also explodierend vergrößern können. Und die große spannende Frage wird es sein, ob unsere Politik das hinkriegt, dass wir Firmen entwickeln auf dieser Grundlage, die tatsächlich in diese Dimension hervorschießen können, wie das diese amerikanischen Firmen, von denen du gerade gesprochen hast, tun.